würde mir erstmal ganz gerne das neue Video von Celtix anschauen. Celtix hat ein Video hochgeladen, reich werden durch Mystery Box Reselling. Und tatsächlich finde ich das super geil, weil ich habe letztens erst überlegt, ob ich mir so Mystery Boxen mal holen will. Aber meistens ist es ja actually eher Trash und es bringt eher nichts. Aber ich finde es super interessant, was da so drin ist. Ja, es ist so ein bisschen Pack-Opening und es ist ein bisschen so, hol für Streamware-Content. Ja, ja, ja. Es ist halt meistens super Stings, lohnt sich überhaupt nicht, dass du Trash zu Hause den und danach wahrscheinlich irgendwo hinwerfen musst, you know. Aber ich finde es schon geil. Ich guck mal. Ich guck mal, was er da so macht und vielleicht ist es dann doch was für den Stream. Würde mir auf jeden Fall sehr gerne das Video anschauen von Celtix. Ich kenne das vielleicht. Einfach auch, weil die auch immer cool gemacht sind, so. Bock auf einen neuen coolen Skin in CSGO oder einen geilen Spieler in FIFA und versucht einfach mal euer Glück. Das Kauf der Bart von Drymax. Von Packs, Kisten etc., die entweder Kosmetika oder tatsächlich nützliche Dinge für das jeweilige Spiel beinhalten, ist in der Spielebranche weit verbreitet. Da die Raten von guten Items aber natürlich sehr klein sind, führt das Ganze ganz häufig eher zu Frust als zu riesigen Freude. Da wäre es doch super, wenn man bereits vor dem Kauf der Kiste so gut wie sicher weiß, dass etwas drin sein wird, von dem man etwas hat. Ihr habt es schon im Titel gelesen, heute geht es um sogenannte Mystery-Boxen. Kurz für alle, die davon noch nichts gehört haben, Mystery-Boxen sind Pakete von Geschäften wie zum Beispiel Elektronikfachhändlern, die bis zum Rand mit lauter Produkten... Da kriege ich jetzt schon direkt wieder Bock, das zu machen. ...vollgepackt werden und die dann online oder eventuell auch vor Ort gekauft werden können. Obwohl man vorher nie weiß, was in so einer Mystery-Box drin ist, hat das Ganze einen gewaltigen Vorteil. Die Geschäfte garantieren, dass der finanzielle Wert der Produkte in der Box insgesamt in jedem Fall höher ist als der Preis, ja? den man für die Box bezahlt. Angeblich sogar bis zu 5-mal so hoch. Heißt, du kaufst eine Box zum Beispiel für 200 Euro und die enthaltenen Produkte sind... Hä, dann würden es doch viel mehr Leute machen. Das macht doch gar keinen Sinn. Das glaube ich eher nicht. Bin mal sehr gespannt. Das läuft ganze 1000 Euro wert. Und das macht solche Mystery-Boxen natürlich im Vergleich zu Kisten oder Packs, wie man sie aus dem Gaming kennt, sehr spannend. Der Grund dafür, warum solche Boxen meilenweit unter dem eigentlichen Wert verkauft werden, ist, dass das jeweilige Geschäft mit den enthaltenen Produkten nichts mehr anfangen kann. Sprich, Retouren, Stornos oder einfache Ware, die in einer bestimmten Zeit nicht verkauft werden konnten und im Lager nur Platz wegnehmen würden. Das einzige Problem für uns als Käufer ist natürlich, dass dadurch, dass man vorher nicht weiß, was drin ist, es sein kann, dass ich als Typ plötzlich einen Damenrasierer bekomme oder eine 70-jährige Oma einen Xbox-Controller. Und falls ich nicht zur Frau werde und die Oma nicht zum Pro-Gamer, liegt die Ware dann im Endeffekt doch nur rum. Und genau das will ich ändern und daraus sogar noch Profit schlagen. Ich habe nämlich im heutigen Experiment vor, die Produkte, die ich aus Mystery-Boxen von Saturn und Mediamarkt erhalte, bei eBay-Kleinanzeigen zu verkaufen. Ob ich damit im Endeffekt Plus machen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Freunde, vielleicht knacken wir dieses Jahr noch die 200.000 Abonnenten. Ich würde mich sehr freuen. Falls ihr also meine Videos... Kurz vor 200k. Also no front, Celtix. Ich mag dich echt gern und deine Videos auch. Aber das ist nicht so kurz. Kurz fände ich so ab 190? Feiert. Abonniert gerne meinen Kanal. Die meisten vergessen es nämlich. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Hallo Freunde, kurz bevor das richtige Video beginnt, ich möchte mich ganz kurz für die letzten Tage, Wochen, Monate bedanken. Euer Support ist wirklich nicht selbstverständlich, deswegen dickes Dankeschön. Ich möchte ja, mich gute Videos werden auf jeden Fall auch belohnt. Ich gönne ihm den Abo-Zuwachs sehr. Revanchieren. Das ist mit Sicherheit auch deutlich aufwendiger als die Minecraft-Videos, aber ich freue mich, dass er so sein Ding gefunden hat und ich hoffe, dass er das auch noch lange weitermacht. Deswegen werde ich heute und auch in den nächsten Videos ein paar einfache Sachen verschenken. Es sind einfach interessante Themen so. In Form von Giveaways. Heute könnt ihr eine 50€ Amazon-Gutscheinkarte gewinnen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch dort einfach eintragen. Ganz easy, kostenlos. Keine Abo-Falle oder sonst was. Jetzt aber zum Video. Hallo Freunde, dieses Video ist gesponsert von Mediamarkt und von Saturn. Sie haben mir netterweise ihre Mystery-Boxen zugeschickt. Jetzt können wir sie aufmachen und gucken, ob wir daraus Geld machen können. Nein, Spaß. Schön wär's. Dieses Video ist natürlich nicht gesponsert. Ich habe alles von meinem eigenen Geld bezahlt, sonst würde dieses Video ja auch gar keinen Sinn machen. Ne? Lasst euch auf jeden Fall nicht veräppeln. Es gibt viele YouTuber, die von Saturn und Mediamarkt wirklich Mystery-Boxen zugeschickt bekommen, damit sie die öffnen können. Und so gut wie immer ist es dann halt eben so, dass sie halt echt kranke Sachen bekommen, gut Profit geben könnten, wenn sie die verkaufen. Aber logischerweise machen das die Läden natürlich mit Absicht, damit die Zuschauer macht Sinn. Dann denken, yo, ich muss mir auch eine Mystery-Box kaufen, damit ich vielleicht eine PS5 bekomme aus einer 200€ Mystery-Box. Aber vielleicht müssen wir auch wirklich ein bisschen neutraler an die Sache rangehen. Deswegen dieses Video. Ich habe mir 3 Mystery-Boxen gekauft. Kurze Side-Story. Dieses Video war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe mir gedacht, jeder hat doch schon irgendein Video zu Mystery-Boxen gemacht. Dann hat mir aber jemand... Das wäre halt echt geiler Content für einen Stream. So von verschiedenen Sachen, weißt du? Bisschen was vom Mediamarkt, bisschen was von so Wish-Trash-Seiten. Also so ein bisschen durchgemixt. Das wäre schon sehr, sehr, sehr geil. Geschrieben, warte. Ein paar Kollegen von mir kaufen sich über sogenannte Saturn-Mediamarkt-Mystery-Boxes auf eBay und verkaufen den Inhalt wieder auf eBay. Angeblich machen sie damit gut Profit. Wäre cool, wenn du das mal ausprobieren könntest. Ich habe mir dann gedacht, ey krass, das machen echt Leute so, damit die
gut Geld machen kann, im Privaten, nicht für ein Video oder sonst was. Die machen es wirklich, um Profit zu machen. Ich habe ihn dann gefragt, welche Boxen sie genau kaufen, von wem und so. Und da muss man irgendwie darauf achten, dass diese Mystery-Boxen von den Seiten selbst kommen. Versteht ihr? Ihr geht auf eBay, gibt einen Mystery-Box und dann kommen da so Mystery-Boxen von irgendwelchen Privathändlern. Die sollte man nicht kaufen, sondern halt eben von offiziellen Saturn- und Mediamarkt-Seiten. Das erkennt man dann sofort. Dann habe ich mir eine Mystery-Box gekauft für 175 Euro von Mediamarkt Göttingen. Und dann nochmal, um zu vergleichen, zwei Mystery-Boxen für jeweils 250 Euro von Saturn Bad Homburg. Der Warenwert von den Saturn Mystery-Boxen soll zusammen bei 1000 Euro liegen. Also rein theoretisch aus 500 Euro machen. Der Wert der 175 Euro Mediamarkt-Box soll bei 300 Euro liegen. Klingt sehr vielversprechend, allerdings müssen wir natürlich sehr skeptisch bleiben. Denn diese Mystery-Boxen machen sie ja nicht einfach so, sondern halt eben auch, um Sachen loszuwerden, die keiner kaufen würde. Würde, wenn wir das machen wollen, aber auch nur Sinn machen eigentlich, wenn ich die selber kaufen würde, das, um zu wirklich zu sehen, dass es nicht rigged ist. Wäre halt dann super pain, aber würde anders actually keinen Sinn machen. So, ein paar Tage sind vergangen, die Boxen sind angekommen. 250 Euro im Wert von 500 Euro. Also ich habe insgesamt 500 Euro ausgegeben für zwei Boxen, die ist jetzt in einer angekommen. Und die sollen mindestens 1000 Euro wert sein. Also wir sollten eigentlich einen Profit von über 600 Euro bekommen. Mal gucken, ob das klappt. Diese Box war auch die letzte, die ich bekommen habe. Und die Saturn-Boxen waren auch so. Ich glaube, da waren nur noch drei übrig. Also die sind eigentlich relativ schnell wieder weg. So innerhalb einer Stunde oder so. Eieieiei. Wir haben hier als größeres Paket ein HyperX Cloud 2. Okay. Sehr, sehr geile Headsets. 77 Euro. Dann haben wir einen Rasierer von Philips. OneBlade Pro. Könnte ich auf jeden Fall gebrauchen, oder? So viel Bartwuchs, wie ich bekomme. Eine Zahnbürste. Das sind halt nur so Borsten. Was ist das denn, Digga? So Taschen. Keine Ahnung. Bro, ich habe keine Ahnung, aber das ist ja der letzte Rotz, Alter. Ansonsten waren da eigentlich nur noch Sachen drin, die nicht so geil zum Resellen waren. Das waren irgendwelche No-Name-Produkte, die sehr wenig Leute bis keiner heutzutage benutzt. Bei dem Radio hatte ich dann aber kurz nochmal Hoffnung. Jetzt kommen wir zum größten Ding. Portable DAB plus Radio mit Bluetooth. Oh, eine Box, Digga. Jetzt ist aber spannend. Wie viel ist denn das wert? 70. Wir haben ungefähr 205 Euro Warenwert. Was für 300? Und ich bin mir auch, um ehrlich zu sein, ziemlich sicher, dass ich so Stuff wie das hier, Sims 4 oder so eine Wireless-Maus von Easy. Ja, Sims 4 als DVD. Also das ist es halt irgendwie nicht so, ne? Gut wegbekommen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht so gut aus. Stell euch mal vor, hier ist jetzt so ein fettes Handy drin, Alter. Eine Zelda-Bag von Nintendo Switch. 36 Euro. Easy Kamera-Bag. Die wird sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht verkaufen, sag ich euch jetzt schon. Die habe ich früher so shit, habe ich früher mal benutzt, um Nintendo-Spiele reinzupacken. Also mein Nintendo-Spiel-Case, als Mama gesagt hat, nein, wir kaufen keine extra Case. Du kannst Nintendo-Spiele einfach hier reintun. Die wird sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht verkaufen, sag ich euch jetzt schon. Wir haben einmal ganz viele Spiele. Digga, alles Spiele, die, glaube ich, keine Sau spielt. Das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Super Mario Wired Controller. Und auch hier bei der Saturn Mystery Box waren viele Sachen dabei, die viele überhaupt nicht gebrauchen konnten. Das ist das dickste. Wow, Google Home. 50 Euro. Oh mein Gott, da ist nichts mehr. Ey, vor allem habe ich auch, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock, die Sachen reinzustellen, Alter. Das sind so viele Sachen. Aber ich werde mich auf jeden Fall direkt hinsetzen und diese ganzen Sachen auf eBay stellen. Digga, so eine Scheiße, Alter. Richtig miese gemacht. Richtig miese gemacht. Mir wurde auch der Geheimtipp gegeben, dass die Saturn-Boxen sich eigentlich am meisten lohnen sollten und die Mediamarkt-Boxen absolut nicht worth it sein sollen. Deswegen war ich schon ein bisschen enttäuscht von den Saturn-Boxen, weil da im Endeffekt auch nur Trash drin war. Trotzdem habe ich mich nicht davon demotivieren lassen und habe mein Glück versucht. Habe von jedem einzelnen Produkt Bilder gemacht, dann die ganzen Preise verglichen, alles auf eBay Kleinanzeigen gestellt und dann hieß es eigentlich nur abwarten. Was auch für ein Zeitaufwand. Jo Freunde, willkommen zu Tag 3 vom Projekt Mystery Box. Ich muss nicht um den heißen Brei reden, wir sind komplett am Arsch. Das, was ich prediktet habe, ist eingetreten. Wir haben legit eine Anfrage von über 40 Angeboten. Klar, Leute, die Anzeigen sind erst 24 Stunden online, aber schaut euch mal die Besucherzahlen an. 13, 16, 6, 3, 0. Ich kenne mich eigentlich ganz gut mittlerweile mit eBay-Kleinanzeigen aus und ich kann schon mal sagen, wenn es so wenig Besucher sind nach 24 Stunden, dann wird das, denke ich, sehr, sehr lange dauern, bis ein Produkt verkauft wird. Ich komme, by the way, ein bisschen aus der Zukunft. Ich kann schon mal spoilern, dass die einzigen Leute sich für den Rasierer interessiert haben. Es gab, glaube ich, 3 Anfragen für den Rasierer. Für die restlichen 45 Produkte gab es keine Anfragen. Ich sehe derzeit auf jeden Fall Big Stings in diesem Projekt. Trotzdem zu 100%, wir geben nicht auf. Deswegen habe ich mir jetzt was einfallen lassen. Folgender Plan. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja richtig viele Spiele bekommen, ne? Und gestern ist mir so random eingefallen, GameStop kauft ja so gut wie jedes Spiel euch ab, wenn ihr zu Minecraft Villager Trades in den Laden geht und die Spiele halt. Ich gebe dir 70 Emeralds, du gibst mir 3 Karotten. Zeigt und sowas und dann geben sie euch halt einen Preis.
Ich glaube aber, bevor wir aber das in Erwägung ziehen, ist mir was anderes eingefallen. Ich glaube, ich versuche heute mal selbst Mystery-Boxen zu verkaufen. Das heißt, ich verkaufe jetzt hier noch nichts auf eBay Kleinanzeigen, schreibe den Leuten noch nicht zurück, sondern ich versuche heute mal die Mystery-Boxen selbst auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Vielleicht kauft es irgendjemand ab. Ich fühle mich momentan auf jeden Fall sehr, sehr gebrochen. Nicht nur, weil der Kryptomarkt gerade ein bisschen einstürzt, sondern auch, weil dieses Projekt gerade komplett am Arsch ist. Aber ich werde euch weiterhin berichten. Dann habe ich also meine eigenen Mystery-Boxen auf eBay und eBay Kleinanzeigen gestellt. Doch dann, leider hat auch der ganze Mystery-Box-Resale-Plan nicht geklappt. Ich bin mir sicher, dass wir vielleicht sogar hätten Profit machen können, wenn wir eine Box verkauft hätten. Aber leider, sowohl eBay als auch eBay Kleinanzeigen lassen die Anzeigen sofort sperren, weil man eben keine Mystery-Boxen als Privatperson verkaufen darf. Sehr, sehr schade und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich war auch wirklich traurig, weil ich echt viel Geld sozusagen gewastet habe für Bullshit. Lange habe ich überlegt, was ich machen soll und dann bin ich zu folgenden Lösungen gekommen. Es war wieder Pain, sage ich euch ehrlich. Es war wieder sehr viel Arbeit im Endeffekt für nichts so. Ja, ich fasse es zusammen. Glücklicherweise bin ich noch auf die Idee gekommen, einfach Mediamarkt und Saturn zu fragen, ob ich die Sachen zurückschicken kann. Bei Saturn, nein, auf gar keinen Fall. Mein Herz, Alter. Glücklicherweise hat Mediamarkt direkt ein Rücksendeetikett gesendet. Das heißt, wenigstens bei der Mediamarkt Mystery Box konnten wir keinen Minus machen und obviously kriegt mein Geld dann zurückerstattet. Ich habe kurz überlegt, ob ich euch zuschaue. Krass, dass die Leute von Mediamarkt sagen, so, jo, ist es okay, das zurückzuschicken. Finde ich krass, bei so einer Mystery Box vom Konzept her könnte halt sein, dass die Leute voll ausnutzen, oder? Ich auch fragen soll, ob irgendjemand mir die abkauft oder so, aber ich habe die Idee dann halt ganz schnell wieder verworfen, weil ihr seht, was da drin ist, das ist absoluter Crap und ich möchte hier wirklich niemanden abziehen und Scheiße verkaufen. Ja, ich weiß, Leute, ich wollte die Box ein paar Tage davor noch an irgendwelche Leute auf eBay verkaufen. Ist natürlich nicht besser, aber mir ist es halt jetzt erst aufgefallen, dass das moralisch nicht unbedingt das Coolste gewesen wäre. Zum Glück wurde ich ja gesperrt. Deswegen machen wir das. Hat man im Internet nicht immer 14 Tage Rückgaberecht? Hm. Einfach so, wir spenden das Ganze einfach. Hier in Köln gibt es genug Kinderhilfen oder genug Ich werde wahrscheinlich nicht alles spenden. Vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, die ich doch vielleicht gebrauchen kann. Das werden höchstens ein, zwei Sachen sein. Wenn sich irgendwas vielleicht doch noch verkaufen lässt, dann verkaufe ich das. Aber der Rest wird dann halt eben gespendet. Das heißt aber trotzdem, wir haben einen dicken Verlust gemacht von, keine Ahnung, wie vielen hunderten Euro. Nicht jedes Video kann leider erfolgreich sein. Gehört, denke ich, einfach dazu, dass man auch einfach komplett auf die Nase fallen kann. Also, Freunde, kauft euch keine Mystery Boxen, wenn ihr Profit daraus machen wollt. Außerdem hätte man dann auch den ganzen Gewinn versteuern müssen. Plus diese ganzen Versandkosten. Für jedes einzelne Produkt hätte man ein Paket kaufen müssen. Ne? Also ja, Real Talk, das lohnt sich wirklich absolut gar nicht. Habt ihr aber hoffentlich jetzt schon gecheckt. Dennoch hoffe ich, dass euch das Video hier gefallen hat. Denkt an das Giveaway, Link ist unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr meine Videos feiert. Die meisten vergessen das nämlich, Road to 200k. Ganz viele Likes und ein paar Kommentare von Algorithmus würden auch nicht schaden. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ja, schade. Ja, wahrscheinlich macht es keinen Sinn, so Mystery Boxes zu holen. Nämlich da auch Mystery Boxes. Ich überleg's mir mal. Profit will ich ja eh nicht rausschlagen. Es soll ja einfach nur Content sein. Aber es ist halt nicht so viel da drin. Ich würde das haben, dass da mehr drin ist und auch nicht so teuren Shit, weil das wird sich ja nicht lohnen. Es dauert ja, keine Ahnung, 10 Minuten zum Auspacken. Realistisch. Kostet dann 500 Euro. That's not it. So, das ist es irgendwie nicht so ganz, ne?